run from me for the rest of your life, Ben Tennyson. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der dunkelsten Ben 10 Momente. I thought you were gonna keep him! I thought it was a peace offering! In dieser Liste sehen wir uns Momente in dieser animierten Franchise an, die für Kinder recht erwachsen rüberkamen oder direkt verstörend waren. Welchen Ben 10 Moment fandest du am verstörendsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Ben bedroht die Forever Knights. Ben 10 Ultimate Alien. Nachdem Sir George die Forever Knights Verein und der außerirdischen Bevölkerung der Erde den Krieg erklärt hat, beginnt die Organisation damit, die Außerirdischen zum Verlassen des Planeten zu zwingen. In fact, in a few short hours, we expect the single largest roundup of aliens yet. Sie gehen sogar so weit, Außerirdische zu töten, die sich weigern zu gehen. Ihre Haltung führt in dieser Geschichte zum düsteren Untergang von Pierce Wheels. No, you can't. Nachdem er gegen die Forever Knights gekämpft hat, um mehrere Außerirdische zu retten, besiegt Ben ihren Kommandanten Driscoll und befiehlt ihm, die Säuberung zu stoppen. Als er sich weigert, geht Bens Wut so weit, dass er droht, sie zu vernichten. Because if you don't, I promise, you will regret it for the rest of your very short lives. Es sind Momente wie dieser, die die dunkle Seite des Helden zeigt. Hinter seinen Witzen und seiner großspurigen Haltung zögert Ben nicht, seine Feinde zu eliminieren, wenn sie unschuldige Leben bedrohen. Platz 9. Gefangener 775 fleht. Ben 10 Ultimate Alien. Nachdem ein außerirdischer Gefangener aus einem Gefängnis in Area 51 entkommen ist, beeilen sich Ben und sein Team, ihn zu fangen. Alright, Cooper. I'll be right there. We'll be right there. Bald erfahren sie, dass es sich bei dem Gefangenen um einen Freiheitskämpfer handelt, der auf die Erde verbannt wurde, aber von dem Militäroffizier Colonel Rossum fälschlicherweise inhaftiert wurde, weil er ihn für eine Gefahr hielt. The aliens we fight get turned over to the proper authorities. Being stuck in a hole forever with no due process. We do what needs to be done. And I sleep better at night knowing my family is safe. Als Resultat seiner Abwesenheit wurde seine Familie ermordet, was ihn auf Rache gegen Rossum und seine Familie schwören lässt. I no longer have a home. While I rotted in your prison, the revolution was lost. My mate, my children, gone. Als Ben ihn endlich konfrontiert, fleht der Gefangene um den Tod, sodass er wieder mit seinen Geliebten vereint sein kann. Come on, let me join my family. Do it, do it! Please do it! Please finish me. I've got nothing. Während die Episode viele beunruhigende Momente enthält, die sich auf Guantanamo Bay beziehen, sind es die letzten Momente des Gefangenen, die am herzzerreißendsten sind. Platz 8. Ben verliert Feedback. Ben 10 Omniverse. Von allen Außerirdischen, zu denen Ben in seiner Jugend Zugang hatte, war sein Liebling der Kontaktoid, den er Feedback nannte. Feedback. Als Ben anfängt, Feedback übermäßig zu nutzen, gerät seine Kontrolle über die anderen Aliens in Gefahr. Doch er ignoriert die Warnungen seiner Familie und sogar des Schöpfers der Omnitrix, Azmuth. It's not healthy to grow too dependent on any one alien form. If you keep overusing the conductoid DNA, it will have a detrimental effect on your ability to control other forms. Dieser Fehler wird ihm zum Verhängnis, als er gegen das technologieabsorbierende Alien Malware antritt. Anstatt einen Außerirdischen zu benutzen, der ihm gegenüber im Vorteil ist, entscheidet sich Ben dafür, Feedback zu benutzen, was Malware erlaubt, ihn aus der Omnitrix zu entfernen und zu zerstören. My, my, isn't this a surprising turn of events? If I am not mistaken, this seems to be your favorite alien, Ben Tennyson, correct? Not anymore. Es ist eine Szene, die nur schwer mit anzusehen ist, da Ben nicht nur seinen Lieblingsalien verliert, sondern auch noch einen wichtigen Teil von sich selbst. Platz 7. Das Ende des Universums. Ben 10 Omniverse. Wenn es um gefährliche, außerirdische Technologie geht, verblasst sogar die Omnitrix im Vergleich zur Annihilark. Lasst euch vom lustigen Namen nicht täuschen. Einmal aktiviert, kann diese Weltuntergangswaffe ganze Universen auslöschen. A ghost ship with a doomsday device on board? Please. What kind of dimwit would believe that? In Bis dann und danke für all die Smoothies wird das Annihilark versehentlich aktiviert und zwingt Ben, das Ende des Universums mitzuerleben. Der Held ist dann gezwungen, alles noch einmal neu zu erschaffen.
Auch wenn diese Erfahrung Ben nicht zu einem emotionalen Wrack gemacht hat, hat sie doch dunkle Auswirkungen. Ben musste mit dem Wissen leben, dass seine Freunde und seine Familie einmal komplett ausgelöscht wurden. Wie man es auch dreht und wendet, das ist ziemlich düster. Platz 6. Die komplette Zeitreise mit Folgen. Ben 10 Alien Force. In ihrer Verzweiflung, den Unfall zu verhindern, der Kevins Mutation verursacht hat, beschließt Gwen, dass ihre einzige Möglichkeit darin besteht, in die Vergangenheit zu reisen. Trotz der Warnungen von Professor Paradox zieht sie ihren Plan durch. You are about to unleash forces that you can neither comprehend nor control. Dies führt versehentlich zur Schaffung einer dystopischen Zukunft, in der die Welt von Charmcaster und ihrem Onkel Hex regiert wird. In dieser Zeitlinie ist Ben gefangen, Kevin ist der Sklave von Charmcaster und Gwen wurde getötet. Nachdem sie Ben aus der alternativen Zukunft befreit hat, hilft er ihr, Hex, Charmcaster und Kevin so lange abzuwehren, bis sie in die Vergangenheit reisen und ihren Fehler korrigieren kann. Hold them off, Ben. I need time to cast a spell. And that'll fix everything? Do what you can. I trust you. Zeitreise mit Folgen dient als warnende Erzählung über die Gefahren von Zeitreisen. Es bringt auch Gwen und den Zuschauern bei, dass man manchmal harten Wahrheiten frontal begegnen muss. Platz 5. Charmcasters dunkles Ritual. Ben 10 Ultimate Alien. In ihrer Verzweiflung, ihren Vater Spellbinder wiederzubeleben, bereitet Charmcaster ein Ritual vor, um das Leben von 600.000 Wesen zu opfern, die in der Ledger-Domain leben. Even Ben Tennyson, his ridiculous cousin and their thuggish sidekick, can't stop me from draining the life force from every living thing in this dimension. Ben und die anderen versuchen, sie aufzuhalten, aber Charmcaster besiegt sie und stiehlt ihre Seelen. Es sah wirklich so aus, als würde sie der Bösewicht der Serie sein, der Ben und sein Team dauerhaft aufhält. Charmcaster gelingt es zwar, ihren Vater zurückzuholen, aber er ist entsetzt über ihr Handeln und lehnt seine Wiederauferstehung ab. I'm sorry I wasn't there when you needed me, Hope. But I can't stay here knowing my life was bought at the cost of so many others. Goodbye, my daughter. So konnte er ihre Opfer wieder zum Leben erwecken. Um dieser düsteren Geschichte eine dunkle Note zu geben, bleibt Charmcaster gebrochen und verloren zurück. Sie wurde um das beraubt, was sie sich mehr als alles andere wünschte. Platz 4. Ben opfert sich, um die Ultimates zu retten. Ben 10 Ultimate Alien. Nachdem eine technische Panne mehrere von Bens ultimativen Verwandlungen zum Leben erweckt hat, ist Ben mit ihnen in der Ultimatrix gefangen. Don't call me that. It's okay, Gwen. It's me. It's... me. Me! Ben ist bald darauf gezwungen, gegen die Ultimates um sein Leben zu kämpfen, die glauben, dass Ben sie eingesperrt hat. You're not real. You're just parts of me. Liar! Als Gwen eintrifft, um Ben zu helfen, versucht sie, die Ultimates zu vernichten, woraufhin Ben sich plötzlich bereit erklärt, sich zu opfern und sie zu befreien. Gwen, don't! If you use that power for too long, I risk losing my humanity. That's why I'm not wasting any more time. I'm destroying these transformations, Ben. No, Gwen. Stand down. Auch wenn sich am Ende alles zum Guten wendet, ist die Szene, in der Ben in sein eigenes Verderben läuft, während die Ultimates ihm zurufen, er solle verbrennen, ein gespenstischer Anblick, den die Fans so schnell nicht vergessen werden. Wait. Before you, let me say goodbye to Gwen. Platz 3. Ben glaubt, dass Gwen tot ist. Ben 10. Als der Selbstzerstörungsmodus der Omnitrix versehentlich aktiviert wird, begeben sich Ben und Gwen auf eine Reise durch den Weltraum, um ihren Schöpfer Asmoth zu finden und die Zerstörung des gesamten Universums zu verhindern. Als sie schließlich an seinem Standort ankommen, gerät Bens Gruppe in einen Hinterhalt von fleischfressenden, pflanzenähnlichen Außerirdischen. Im Chaos des Kampfes opfert sich Gwen, um Ben zu schützen, und wird von den Außerirdischen entführt. Obwohl sie sich die meiste Zeit streiten, liegt Ben und Gwen das Wohlergehen des anderen sehr am Herzen, und ihren scheinbaren Tod mitzuleben war zu viel für ihn. Auch wenn Gwen nicht wirklich gestorben ist, ist es trotzdem schwer mit anzusehen, wie Ben seinen Mut verliert und sich selbst für den Verlust von Gwen verantwortlich macht und der Zerstörung des Universums. I'm sorry, Gwen.
Platz 2. Was Ben Kevin antun will. Ben 10 Ultimate Alien. Nachdem er die Kräfte der Ultimatrix absorbiert hat, um eine universelle Katastrophe zu verhindern, macht Kevin eine weitere Mutation durch. Hands off the baby! Levin? Remember when you told me our people's laws against absorbing energy were lies to control the weak? Infolgedessen verliert er seinen Verstand und wird scheinbar zu einer alten bösen Persönlichkeit Kevin 11 zurückverwandelt, was ihn dazu bringt, Amok zu laufen. Er verprügelt Leute, die ihm Geld schulden und versucht sogar, die Kräfte seiner Verbündeten zu absorbieren und sie zu vernichten. Kevins Wahnsinn überwältigt schnell seinen Verstand. All mine. Da die Zahl der Opfer steigt, schwört Ben, Kevins Amoklauf ein Ende zu setzen, indem er ihn vernichtet. Auch wenn dieses Worst-Case-Szenario nie eintritt, ist es doch schockierend, dass Ben bereit war, so weit zu gehen und seinen besten Freund zu töten. I'll try to make this as quick and painless as I can. Sonic Doom! Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Quarrels Ende, Ben 10 Ultimate Alien. Quarrel opfert sich, um Kevin vor einer korrupten Wache zu retten. Quarrel? Forget about me, kid. Run! Get out while you can! I can't! Don't argue, kid! Run! I was a coward. I ran. Jared, der Pentophage, ist Tiffin, Ben 10 Alien Force. Die Pentophages sehen die Tiffins als Delikatesse. Did you just eat the baby? Yes, I did. Ben 10.000 versucht Kevin 11.000 zu zerstören. Ben 10. Ben wird wütend, nachdem Kevin Ken verletzt. How dare you? Das Opfer von Grandpa Max, Ben 10 Alien Force. Er verwendet eine Null Void Granate, um eine Hybrid Operation zu beenden. Grandpa Max. No. Please. Sorry, Ben. It's the only way to make sure they can't do to the rest of the world what they did to Ken. Das Opfer von Andreas, Ben 10 Ultimate Alien. Gibt sein Leben, um Team Tennyson und seinen Freund Arge zu beschützen. He trusted you. He loved you. And what did you do? You used him. You used his feelings for you and now he's gone. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Die komplette Ein Stern, der vom Himmel fällt Folge. Ben 10 Ultimate Alien. We'll be together. Yes, it all sounds wonderful. But there's something I have to do first. What's that? Destroy Ben Tennyson. But why can't we just go? I'm sure you know what's best. Yes, I do. Als Carl Nesmith, auch bekannt als Captain Nemesis, aus dem Gefängnis ausbricht und die Schauspielerin Jennifer Nocturne als Geisel nimmt, beeilen sich Ben und Gwen, ihn aufzuhalten. Die Dinge nehmen schnell eine düstere Wendung, als Nesmith zu extremen Mitteln greift, um seinen Verfolgern zu entkommen. Er geht sogar so weit, dass er Menschen tötet, darunter auch einen unschuldigen Passanten, der ihm zu helfen versucht. You folks okay? We're fine now. Am Ende der Folge wird Ben fast getötet. Nicht von Nesmith, sondern von Jennifer, die mit dem Stockholm-Syndrom zu kämpfen hat. Your time is up. Die Geschehnisse in der Episode Ein Stern, der vom Himmel fällt, enthalten so viele verstörende Momente, dass es kein Wunder ist, dass einige Fans sie für eine der dunkelsten Episoden der Ben 10-Reihe halten. All those aliens we fight? Usually they want to steal something or take over the world. Fine, I get that. But Nesmith, the prison guards, the limo driver, Dr. Purvis, that guy over there, look what he did to them. And for what? You don't have to be an alien to be a monster. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.